Ich freue mich, euch alle heute zur Kinderuni ganz herzlich zu begrüßen. Mein Name ist René Heinl. Ich sitze hier normalerweise oder stehe hier vor Studenten. Heute meine Premiere in der Kinderuni. Ich hoffe, wir kriegen das zusammen gut hin. Und wir wollen uns heute zusammen ein bisschen was über Roboter anschauen. Also Titel, was Roboter noch nicht so gut können wie Menschen. Und als Professor ist man ja so eine Mischung aus Lehrer und Wissenschaftler. Und als Wissenschaftler wollen wir heute mal auf das Thema draufschauen. Und wenn man sich damit Dingen beschäftigt, dann muss man als erstes mal fragen, ja, was ist denn das eigentlich genau? Was ist denn so ein Roboter? Und da habe ich euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Da sollt ihr mal sagen, ob ihr findet, dass das ein Roboter ist. Wer denkt, das ist ein Roboter, was da abgebildet ist? Also die meisten, ein paar Spicken bei den Nachbarn, das ist okay. Heute kein Problem. Noch ein neues Bild. Wer findet, dass das ein Roboter ist? Da sind die meisten auch noch dabei. Die kennen den schon. Wahrscheinlich haben ein paar zu Hause so ein Ding oder haben ihn schon mal bei Freunden irgendwo gesehen. Wer findet, dass das ein Roboter ist? Auch viele. Wer weiß genau, Drohne sagt man dazu. Eigentlich bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass ihr glaubt, dass das ein Roboter ist. Aber ist okay. Dann schauen wir mal ins Letzte. Wer findet, dass das ein Roboter ist? Genau, den kennt ihr alle. Ja, der ist vom Kinofilm Star Wars. Ganz genau. So, jetzt lass uns mal weiter überlegen, was macht denn eigentlich so ein Roboter zum Roboter? Also wenn ich jetzt sagen würde, das hier ist nicht der echte R2D2 aus dem Film, sondern das ist ein Spielzeug, was man kaufen kann und was man dann mit seinem Smartphone steuern kann. Also habt ihr dann hier so eine App drauf und dann sagt ihr dann, fahr mal vorwärts, mach mal Piep, dreh dich im Kreis, solche Sachen macht ihr dann. Würdet ihr immer noch sagen, ist es ein Roboter? Ja. Ja? Okay. Einige schon? Also ich dachte, ihr seid ein bisschen kritischer, aber wir gucken mal weiter. Also wir haben jetzt gesehen, wir würden zu allen möglichen Dingen, obwohl die ganz unterschiedlich sind, Roboter sagen. Wir wissen noch nicht so genau, was jetzt den Roboter vom Nicht-Roboter eigentlich unterscheidet. Also, was macht man als Wissenschaftler? Man schaut als nächstes mal in ein Lexikon oder ein Wörterbuch. Da steht ja drin, was die ganzen Wörter alle bedeuten. Und der Duden ist zum Beispiel so ein Wörterbuch. Und da sieht man, irgendwie sind die sich scheinbar auch nicht so richtig einig. Also es gibt zwei verschiedene Erklärungen. Bei dem einen steht was von Maschinenmensch, beim anderen steht was, ein Automat, der Sachen anstelle von einem Menschen macht. Irgendwas Mechanisches, also wo sich was bewegt, das wäre ein Roboter. Naja, das macht uns jetzt nicht so viel schlauer als vorher. Und was macht der Wissenschaftler dann, wenn so allgemeine Wörterbücher nicht mehr helfen? Dann schaut man also in Fachzeitschriften, wo sich die schlauen Leute Gedanken machen, was das ist. Und da sind die Erklärungen natürlich noch viel komplizierter. Eine sensomotorische Maschine steht hier. Das versteht ihr wahrscheinlich nicht, was das ist, aber noch nicht. Das werden wir jetzt im Laufe der nächsten halben Stunde kennenlernen, was das bedeutet. Und eine wichtige Sache, die hier steht, Maschinen gibt es ja sehr viele. Und die Roboter, die unterscheiden sich von Maschinen dadurch, dass sie viel mehr verschiedene Sachen machen können und auch so ein bisschen selber entscheiden können, was sie denn jetzt gerade machen. Also die ist nicht so, wir drücken auf den Knopf und dann macht er das, was man ihm vorher einprogrammiert hat, sondern der Roboter, der soll ein bisschen selber entscheiden können, was er machen will oder was er nicht machen will. Natürlich nur innerhalb der Grenzen, die wir eben gezeigt haben. Also das ist schon mal eine wichtige Sache, das sollen wir mal merken und da werden wir uns jetzt dann Beispiele anschauen. Also wir wollen noch weiter herausfinden, was ist denn jetzt so genau ein Roboter? Ist denn ein Computer ein Roboter? Was würdet ihr sagen? Nein. Genau, also ein Computer ist kein Roboter und warum nicht? Weil er keine Arme und keinen Kopf hat. Naja, aber der Staubsaugerroboter, da habt ihr auch gesagt, das ist ein Roboter, der hat auch keine Arme und keinen Kopf. Mhm. Also die fehlenden Arme und Kopf können es scheinbar nicht sein, die den Roboter zum Roboter machen oder die dem Computer fehlen. Was? Weil er nicht so richtig ausgespielt
weil er nichts so richtig ausrichten kann. Genau, das habe ich hier auch hingeschrieben. Er kann zwar irgendwie über den Lautsprecher was ausgeben, aber er kann sonst nichts wirklich tun. Also er kann sich nicht bewegen, er kann nichts Mechanisches tun, so wie wir das gerade im Lexikon gelesen haben. Und dann wollen wir mal die umgekehrte Frage stellen. Ist denn ein Roboter ein Computer? Nein. Genau, irgendwie schon. Und wir haben noch weitere Beispiele von Dingen, die nicht aussehen wie ein Computer. Also ich habe hier oben mal ein paar Bilder von Computern, ein paar ganz alte und ein bisschen neuere. So ein Smartphone ist letztendlich auch eine Art Computer, sieht anders aus als das, was man vielleicht so gewohnt ist, aber auch da steckt ein Computer drin. Und selbst in so einem Drucker, wenn das ein bisschen fortschrittlicher ist, mit Netzwerkanbindung und USB, da kann man dann seinen USB-Stick anstecken und ein Bild ausdrucken, was drauf ist zum Beispiel. Das sind alles Sachen, die sonst auch ein Computer kann. Also selbst da steckt ein Computer drin und selbst in Armbanduhren stecken heutzutage Computer. Nicht in jeder, aber ich habe zum Beispiel so eine, die ist letztendlich auch ein kleiner Computer. Und so ist es bei dem Roboter auch. Wenn der wirklich toll die Sachen machen können soll, die wir von ihm erwarten, dann braucht er innen drinnen einen Computer und viele haben sogar mehrere kleine Computer eingebaut, weil sonst könnte der halt die Sachen, die er können soll, nicht machen. Also wir haben jetzt schon einiges gelernt und wollen uns noch ein bisschen genauer anschauen, was macht denn jetzt den Roboter eigentlich aus? Also wir haben schon gesehen, der Computer ist kein Roboter, aber ein Computer braucht trotzdem irgendwie Arme und Beine, haben einige gesagt, aber der Staubsaugerroboter hat auch keine und ist trotzdem einer. Was macht denn jetzt genau den Roboter aus? Und eine wichtige Unterscheidung ist hier zwischen zwei Wörtern, von denen ihr mindestens eins kennt. Automatisch, wir haben es vorhin schon mal gehört, Automat, ein Roboter ist auch vielleicht irgendwie ein Automat. Automatisch bedeutet, es kann sich selbst bewegen oder kann von selber was tun, irgendwas geschieht von selbst. Und ich habe euch hier mal ein Beispiel von einem Automaten mitgebracht und was würdet ihr sagen, so ein Automat, wo irgendwie Getränke oder Lebensmittel rauskommen, wenn man Geld eingeschmissen hat und auf den Knopf gedrückt hat, ist das ein Roboter? Nein. Nicht wirklich, oder? Wobei eigentlich, es bewegt sich was, also es muss ja das, was da drinnen ist, das wird irgendwie vorgeschoben und fällt dann nach unten, dass man es rausnehmen kann. Irgendwie mechanisch ist es auch, genau. Also einige der Bestandteile unserer Definition von Roboter treffen schon zu, aber ich bin bei euch, das ist kein Roboter. Und auf der anderen Seite gibt es ein Wort, das heißt autonom. Das kennen viele von euch vielleicht auch nicht. Aber ihr seht ja, Auto steckt da auch drin, also es passiert auch was von selber. Aber im Gegensatz zu dem Automaten macht er eben nichts direkt, wenn man auf den Knopf drückt, sondern er macht seine Regeln selber. Was wolltest du sagen? Er bewegt sich auch. Er bewegt sich auch, genau. Und da habe ich euch hier ein anderes Beispiel mitgebracht, da werdet ihr jetzt sagen, ja, das ist doch aber auch kein Roboter, das ist doch ein Auto, das kennen wir. Aber guckt mal, das ist hier ein ganz besonderes Auto, ihr seht es vielleicht an dem, was auf dem Dach oben drauf ist. Das ist nämlich das erste Auto, was so eine Herausforderung, einen Wettbewerb gewonnen hat, wo das Auto alleine fahren musste. Das ist schon ein paar Jahre her, da sitzt also keiner drin, man sieht es nicht so genau. Jedenfalls, falls einer drinnen sitzt, dann steuert der nicht, gibt nicht Gas, sondern das ist ein Auto, was alleine seinen Weg findet und alleine fahren kann. Na, reinsetzen will man sich ja schon, weil wenn man mit dem Auto, also wenn man von A nach B kommen will, dann muss man ja trotzdem mit dem Auto mitfahren, aber man muss eben nicht das Lenkrad anfassen und steuern, man muss nicht mit dem Fuß auf Gas und Bremse treten, man muss nicht Gänge schalten und so weiter, sondern das macht das Auto alles alleine. Und so ein Auto ist dann eben schon ein Roboter, da spricht man dann von autonomen Autos, dieses Wort autonom, und das wäre eben ein Beispiel für was, was überhaupt nicht nach Roboter aussieht, aber trotzdem eben ein Roboter ist. Ja, dann fragen wir mal noch weiter. Das wissen wir ja jetzt eigentlich schon. Muss es denn auf zwei Beinen gehen, damit es ein Roboter ist? Nein. Nee, genau. Also, da habe ich euch hier einen mitgebracht, der geht auf zwei Beinen. Und das ist nämlich gar nicht so einfach, das auf zwei Beinen gehen. Wir wollen mal schauen, ob der das kann.
Hallo Alpha. Der spricht leider nur Englisch, aber ihr müsst es nicht genau verstehen, es ist nicht so wichtig, ihr sollt nur schauen, was er macht. Move forward. Sieht ein bisschen wackelig aus. Und wenn man eben versucht, ihm das Laufen beizubringen, dann stellt man fest, wir Menschen, wir machen das ganz automatisch und uns kommt das gar nicht schwer vor. Aber wenn wir das dem Roboter beibringen wollen, dann ist das doch ganz schön schwer. Und vielleicht habt ihr kleine Geschwister oder so, denen ihr beim Laufen lernen zugeschaut habt. Und dann wisst ihr, dass das für den Menschen am Anfang, wenn man es noch nicht kann, auch ganz schön schwierig ist. Das ist ein ganz schöner Quatscher, deswegen schicke ich ihn jetzt wieder zum Schlafen. Aber vorher soll er noch genau zeigen, was er sonst noch kann. Dance for me. Hallo Alpha. Okay, what's up? Dance for me. Menge. Und der kann noch andere Sachen, zum Beispiel Treppen steigen. Und auch da erinnert ihr euch vielleicht noch, oder könnt ihr es von den kleinen Geschwistern sagen, freihändig, also ohne sich am Geländer festzuhalten, Treppen zu steigen, das lernen die Kinder auch erst so nach und nach und das ist gar nicht so leicht. Und auch da gilt eben wieder für den Roboter, dem das beizubringen, das ist ganz schön schwierig, das Gleichgewicht zu halten und nicht runterzufallen, nicht auf die Kante von der Treppenstufe zu steigen und dann irgendwie umzuknicken oder sowas. Das ist alles gar nicht so einfach und deswegen gibt es eben auch viele Roboter, die ausschauen ein bisschen wie ein Mensch, aber die stattdessen Räder haben, weil die zwei Beine, die haben natürlich ein paar Vorteile, also insbesondere das Treppensteigen. Wenn man ihn in einem Haus hat und man will ihn, dass er in beiden Stockwerken sein kann, dann ist das Treppensteigen schon praktisch. Aber ansonsten, wenn man nur auf einer Etage ist, dann sind die Beine eigentlich nicht so besonders wichtig. Dann geht es mit Rollen viel besser und einfacher. Ja, und den habt ihr auch schon erkannt. Eine Figur aus dem Transformers-Film. Ja. Genau. Den habe ich mal in Rossmann im Kaufland gesehen. Na sowas. Genau. Und die Frage, müssen Roboter denn jetzt wie Menschen aussehen? Also ihr habt ja gesehen. Genau, das wisst ihr jetzt auch schon. Und da gibt es hier ein gutes Beispiel. Der schaut irgendwie nicht wirklich wie ein Mensch aus. Aber
Der ist so programmiert, dass er im Haushalt helfen soll. Der ist lustig. Der sieht aber auch aus wie ein Dino. Der sieht ein bisschen aus wie ein Dino, ja. Ja, lang halt. Irgendwie war das Video noch gar nicht zu Ende. Wir starten nochmal. Und das Interessante ist, nicht, dass der das Glas greifen kann und es nicht kaputt macht, das ist auch gar nicht so einfach, sondern der kann selber unterscheiden zwischen Dingen, die in die Spülmaschine kommen und anderen Dingen, die in den Mülleimer kommen. Und das ist gar nicht so einfach. Und da sind wir schon ganz nah dran bei Sachen, die wir uns vielleicht so für den Alltag auch wünschen würden. Und ob der dann aussieht wie ein Mensch oder nicht, das ist uns dann eigentlich egal. Hauptsache es gut, was es tun soll. Ja, dann kommen wir zu ganz wichtigen Sachen, die Roboter auf jeden Fall können müssen, nämlich auf die Umwelt reagieren. Also wir wollen, dass die nicht einfach nur immer das Gleiche machen, egal was um sie herum passiert, sondern wir wollen, dass die gucken, was passiert ringsherum, vielleicht warten, so wie der gerade, auf Sprachbefehle oder ähnliches und dann eben das machen, was wir von ihnen wollen oder wozu sie eben gemacht sind, aber eben nicht immer das Gleiche, sondern eben je nachdem, was um sie herum passiert, eben genau das Richtige. Und damit sie das erkennen können, brauchen die Sensoren. Das kennt ihr vielleicht, das Wort, den Regensensor im Auto habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht hat euer Auto sowas, dann geht der Scheibenwischer automatisch an, wenn es regnet, das ist ganz praktisch. Und wir Menschen, wir haben auch Sensoren. Kennt ihr Sensoren, die wir Menschen haben? Ja. Genau, die Augen zum Beispiel. Was noch? Die Nerven, die brauchen wir auch für die Sensoren, ja? Genau, die Ohren und so weiter. Wir sagen halt normalerweise nicht Sensoren dazu, sondern wir sagen, es sind unsere fünf Sinne. Aber letztendlich ist das für uns Menschen eben das, was für die Maschinen die Sensoren sind. Ja, und so ein Roboter, der hat Sensoren, die sind teilweise so ähnlich, die versuchen quasi die fünf Sinne des Menschen nachzubilden. Und dann gibt es andere Sensoren, die hat der Mensch nicht, die helfen halt dem Roboter Sachen zu machen, die Menschen nicht können oder damit Sachen auszugleichen, die die Menschen anders machen können. Also der hat zum Beispiel eine Kamera, damit er erkennen kann, was um ihn herum vorgeht. Der hat vielleicht ein Mikrofon zum Hören. Das in der Mitte, das ist ein Drucksensor. Einer unserer Sinne ist ja das Fühlen, ganz wichtiger Sinn. Zum Beispiel, wenn wir was greifen und hochheben, dann fühlen wir, wann wir es haben, wann wir es fest genug gepackt haben, dass wir es greifen können, dass es uns nicht runterfällt. Dafür gibt es Drucksensoren. Ja, dann gibt es auch welche, die haben wir Menschen nicht. Das hier rechts ist ein Ultraschallsensor, wo also Töne, die wir als Menschen nicht hören können, ausgesendet werden und dann wieder empfangen werden. Oder ein Laserdistanzmesser ganz rechts, der ist zum Beispiel bei diesem Auto oben drauf gewesen. Das ist also für autonome Autos ganz wichtiger Sensor. Ja, und dann, wenn wir erkannt haben, was um uns herum vorgeht, dann wollen wir eben auch was tun können. Das haben wir gesagt, die Roboter sollen was tun, nicht nur wie der Computer, sondern richtig irgendwie mit der Umwelt agieren. Und was brauchen wir Menschen dazu? Wie reagieren wir auf unsere Umwelt? Ja? Das Gehirn, mit dem müssen wir erstmal uns ausdenken, was wir machen wollen, ja? Je nachdem, was gerade passiert. Ja, und was machen wir dann? Je nachdem, was gerade passiert. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Auto kommt, dann warten wir von selbst sozusagen. Genau, wir wissen, dass wir warten müssen und warten dann. Wenn das Auto vorbei ist, was machen wir dann? Laufen, genau. Und was braucht es zum Laufen? Genau, und die Muskeln, die drinnen sind. Also ohne Muskeln geht bei uns im Menschen gar nichts. Die brauchen wir überall, egal ob Arme, Beine, Kopf, alles, was wir bewegen können, das geht mit Muskeln. Und die sind also unsere wichtigsten Aktoren. Aber wir können auch anders mit unserer Umwelt eben interagieren. Wir können sprechen, wir können husten zum Beispiel, wir können rot werden, wie ich. Oder wir können vielleicht weinen. Auch das ist eine Reaktion auf unsere Umwelt. Ja, und die Roboter, da wollen wir ja wieder, dass die sowas Ähnliches können. Und da gibt es auch Dinge, die so ähnlich sind. Also statt den Muskeln haben die Motoren. Das habt ihr hier vielleicht auch bei denen gehört. Die waren ziemlich laut, die Motoren, als die an waren. Die hat vielleicht einen Lautsprecher, damit er was sagen kann. Die haben vielleicht einen Ventilator, um zu pusten. Oder Lichter, die uns was symbolisieren sollen. Quasi statt dem Rot werden. Weinen tun die in der Regel nicht, aber dafür haben sie vielleicht noch andere Sachen wie eine Funkantenne oder sowas, wo die Funksignale dann schicken können
und vielleicht mit anderen Maschinen irgendwie zu interagieren. Also bei Robotern gibt es auch da wieder ähnliche Sachen und andere Sachen. Und was für Roboter auch ganz wichtig ist und was ganz schwierig ist, für den, der einen Roboter baut, die sollen auch mit unvorhergesehenen Problemen fertig werden. Und auch da habe ich euch wieder zwei Videos mitgebracht. Guckt mal, auweia, der Arme, der wollte da einfach langlaufen und jetzt liegt da eine Bananenschale im Weg. Und guckt mal, der lässt sich nicht aus der Ruhe bringen. Sah aus, als würde so ein Metallhund dahin. Genau, sieht aus wie ein Metallhund, der rappelt sich wieder auf und macht dann weiter. Und sogar, wenn man ein bisschen gemein zu denen ist, also wenn man Roboter baut, dann muss man manchmal auch ein bisschen gemein sein, um die zu testen, ob die wirklich das machen, was sie tun sollen. Guckt mal, das ist hier ein Roboter, der soll quasi ein Päckchen in ein Regal einräumen. Genau, schnapp's dir. Und jetzt kriegt das zum Schluss auch. Also, der ist nicht gemein, sondern der testet eben, ob der Roboter tatsächlich mit unvorhergesehenen Problemen fertig wird. Und das ist eben ganz wichtig für Roboter, dass die eben, wie schon gesagt, nicht nur auf Knopfdruck irgendwas tun, sondern dass die gucken, dass sie eben mit allem fertig werden. Ja, und jetzt wollen wir uns kurz anschauen, was brauchen die denn dafür? Also, das ist ja schon ganz schön anspruchsvoll, was die alles können sollen und womit die fertig werden sollen. Und dafür brauchen die eine ganze Menge Dinge. Ja? Ein Gesicht. Ja, wir haben doch schon gesagt, die müssen nicht mal aussehen wie ein Mensch. Wozu brauchen sie dann ein Gesicht? Die brauchen einen Entfernungssensor, damit sie erkennen, wann sie stoppen müssen und so. Genau, damit sie nirgends dagegen laufen zum Beispiel. Wunderbar. Da sind wir auch gleich beim ersten. Sie müssen sich irgendwie im Raum orientieren. Auch das fällt uns Menschen ganz einfach. Wir gucken uns um, wir sehen, das sind Stufen, da kann ich aufklettern oder da steht was im Weg, da muss ich drum rumlaufen. Aber das ist alles für den Roboter gar nicht so einfach. Erstmal zu wissen, wo sie sind. Wenn ich ihnen sage zum Beispiel, geh von der Küche ins Schlafzimmer und hol mir da was, was ich liegen gelassen habe, dann müssen die erstmal wissen, okay, was ist denn das Küche und Schlafzimmer, wo finde ich das Schlafzimmer? Was möchtest du sagen? Die Roboter brauchen auch eine Alarmsirene. Eine Alarmsirene? Wann brauchen die? Damit die jemanden rufen können, wenn es ihm schlecht geht? Okay. Ja, und dafür müssen sie eben auch sowas wie eine Karte intern zeichnen. Also wir merken uns das quasi, wo bin ich, wo muss ich hin? Und damit die Roboter das eben auch machen können, brauchen die so eine Art Karte. Aber eben auch Sachen, die für uns selbstverständlich sind. Wir wollen irgendwie nicht die Treppe runterfallen. Das muss man dem Roboter eben erstmal beibringen. Und da habe ich euch hier den kleinen Kollegen mitgebracht, wo man das mal zeigen kann. Der ist nicht besonders schlau, aber er ist so programmiert, dass er möglichst nirgends die Treppe runterfällt. Und er kann das, weil er diverse Sensoren hat, zum Beispiel hier eben so einen Ultraschallsensor. Und ihr merkt, wenn er hier an ein Hindernis kommt, dann hält er rechtzeitig vorher an. Und damit kann ich ihn auch so ein bisschen steuern. Kann ihn rückwärts fahren lassen, wenn ich ihm meine Hand davor halte. Und dann fährt er da eben nicht hin. Also, das ist so ein einfaches Beispiel von einem Roboter, kann man relativ einfach bauen und vielleicht lernt ihr das auch in der Schule mal, da gibt es solche Dinge. Ja, und so ein Beispiel, wo wir eben einen Roboter haben, der solche Karten zeichnet, den habe ich euch hier auch mitgebracht. Das ist so ein Staubsaugerroboter, da ist ein bisschen fortschrittlichere, also nicht alle machen das, aber da seht ihr hier zum Beispiel rechts oben, das ist die Karte, die der Roboter eben gezeichnet hat von den Räumen, die er gesaugt hat. Wenn man genau hinsieht, diese hellbraunen Striche, das sind die, wo er eben gefahren ist. Und da seht ihr eben, da hat er ein paar Hindernisse erkannt, da sind vielleicht Stühle oder Tische irgendwo im Weg gestanden. Und das kennt ihr vielleicht aus Rollenspielen am Computer, da geht es einem auch manchmal so, dass man da eben so eine Karte zeichnen muss, um rauszufinden, wo man ist und wo man hin muss.
Ja, und dann haben wir ja auch schon festgestellt, dass es praktisch ist, wenn wir mit dem Roboter irgendwie sprechen können. Mit dem Computer haben wir ja meistens so eine Tastatur und eine Maus. Und das funktioniert für den Computer ziemlich gut. Aber wenn wir dem Roboter jedes Mal irgendwie Befehle über die Tastatur geben müssten oder mit der Maus ihn irgendwie steuern wollen, das ist irgendwie ziemlich mühsam und das funktioniert nicht so gut. Deswegen ist es viel besser, wenn der Sprachbefehle versteht. Und das habt ihr jetzt bei dem schon ein bisschen gesehen, der kann das so ein bisschen, aber nur auf Englisch oder auf Chinesisch, aber das kann ich nicht. Und es gibt aber mittlerweile eben auch welche, das ist noch nicht so lange der Fall, die das auch auf Deutsch ganz gut können. Da habe ich euch jetzt keinen Roboter mitgebracht, sondern, das kennt ihr schon, genau, einige kennen das schon. Und die Dinger sind eben schon sehr gut, wenn es ums Sprachverstehen geht und können dann eben viele Fragen beantworten. Wenn ich zum Beispiel sage, Alexa, wie hoch ist die Zugspitze? Die Zugspitze ist 2962 Meter hoch. Genau, also solche Fragen, die ihr sonst, wo ihr sonst ins Lexikon reinschauen würdet, die kann die schon ganz gut beantworten. Mein Freund hat mal gefragt, hat er also gesagt, Alexa Selbstzerstörung aktiviert, wie so 10. Genau, das gibt's auch. Also die Programmierer haben auch ein bisschen Spaß verstanden und haben dort ein paar Witze mit eingebaut. Aber interessanter sind natürlich die Sachen, wo sie uns helfen kann. Ihr könnt zum Beispiel fragen, Alexa, wie wird das Wetter morgen? Morgen gibt es in Hofschauer mit einer voraussichtlichen Höchsttemperatur von 1 Grad und einer Tiefsttemperatur von minus 1 Grad. Für das schlechte Wetter kann Alexa nichts, aber sie versteht eben ein paar Sachen, was ich frage und kann dann entsprechend darauf antworten. Ja, und das gibt es eben auch für Roboter. Der Nachfolger sozusagen von dem, den ich hier habe, den habe ich hier hingemalt und den kann man nicht selber programmieren, aber der versteht dafür über Alexa entsprechend viel mehr Sachen als der jetzige, den ich habe. Und da kann man sich eben vorstellen, dass das nicht mehr lange dauert, bis man sowas auch günstig kaufen kann. Das nächste, was Roboter können müssen, ist Bilder nicht nur machen. Also ich habe ja gesagt, wir haben so Kameras eingebaut, meistens sogar zwei. Sondern die müssen auch verstehen, was auf dem Bild drauf ist. Wenn ihr am Computer oder am Handy ein Bild macht, dann könnt ihr das Bild weiterverarbeiten, ihr könnt es schwarz-weiß machen, ihr könnt es kleiner machen oder drehen oder solche Sachen oder was abschneiden. Das kann der Computer gut, aber darauf erkennen, was abgebildet ist, das lernen die Computer gerade erst. Das ist was, was relativ neu ist und was für den Computer ziemlich schwierig ist. Also hier im Bild sieht man das, wie das der Computer uns dann als Menschen quasi sagt, was er erkannt hat. Er sagt hier, okay, da gibt es ein Pferd, da hat er das große rote Kästchen drum gemacht und auf dem Pferd, da sitzt eine Person und unten gibt es noch einen Hund und im Hintergrund gibt es ein Auto und noch eine kleine Person, die erkennen wir schon fast nicht mehr da hinten, aber der Computer hat es herausgefunden, dass eben da eine Person steht und das ist für den Computer immer noch sehr schwierig, das eben herauszufinden. Und noch schwieriger wird es dann, wenn wir jetzt nicht nur ein Standbild haben. Ja? Da hinten ist noch ein Pferd. Ja, das hat der Computer nicht erkannt. Schau mal. Also wir Menschen sind immer noch besser als die Computer. Aber es klappt schon ziemlich gut. Und schwieriger wird es für den Computer natürlich noch, wenn das jetzt nicht nur ein Standbild ist, sondern wenn die Bilder in schneller Abfolge kommen, also bei einem Video. Und das ist zum Beispiel beim Autofahren sowas. Ich habe ja gesagt, das Auto soll alleine fahren können. Und da muss es natürlich auch genau erkennen, was passiert da auf der Straße. Auf der Autobahn ist es nicht ganz so schwierig, da sind die Autos, aber es ist egal, was das für Autos sind. Da geht es darum, die Geschwindigkeit einschätzen zu können. Aber hier in der Stadt zum Beispiel seht ihr, da wird hier erkannt, das ist ein Auto, was steht, das ist hier eine Person. Sogar den Zebrastreifen erkennt das Auto hier oder das, der Computer in dem Fall. Und das eben mit vielen Bildern, die ständig aktualisiert werden, wie eben bei einem Video. Und dann muss er eben auch erkennen, okay, das ist immer noch die gleiche Person, die bewegt sich jetzt im Bild. Dann kann er die eben nachverfolgen. Und solche Sachen muss man dem Computer eben beibringen. Du wolltest noch was sagen? Wahrscheinlich. Ist das dann fast, ist das Auto fast nur eine
riesige Kamera auf Rädern und das andere ist alles in Metallverkleidung. Genau, so ist es. Computer dürfen wir nicht vergessen, den brauchen wir auch. Nicht nur die riesige Kamera, sondern auch den Computer, der die Bilder dann eben erkennen kann. Ja, und dann geht es sogar noch weiter. Die können nicht nur Personen erkennen, sondern wir möchten natürlich auch ganz gerne, dass die vielleicht Personen unterscheiden können. Also wenn ihr jetzt euch vorstellt, ihr habt so einen Roboter zu Hause, dann sollt ihr natürlich wissen, nicht nur, das ist eine Person, die da vor einem steht, sondern dann sollt ihr natürlich auch erkennen, wer das ist. Mein Papa hat zu Hause zwei Computer, einen nimmt er immer mit auf Arbeit. Ja, super. Genau, und vielleicht haben wir in Zukunft zwei Roboter zu Hause, von denen wir einen mit in die Arbeit nehmen können. Und wir wollen eben, dass der weiß, wer mit ihm spricht und wer er ist und vielleicht sogar, dass der erkennt, wie es uns gerade geht. Also wenn wir Menschen miteinander umgehen und sehen wir, oh, du schaust aber heute traurig aus, geht es dir nicht gut, bist du vielleicht krank. Und das wollen wir eben den Robotern auch beibringen. Und dann seht ihr hier zum Beispiel, der unterscheidet zwischen wütend, glücklich, traurig und überrascht. Und bei dem Bild würde ich sagen, die Frau schaut ziemlich glücklich aus und ein bisschen überrascht, findet der Computer. Und bei dem anderen Bild hier sagt er, ihr findet, sie schaut ziemlich wütend aus und auch ein kleines bisschen traurig, findet der Computer. Ja, und dann ist die Frage, wie bringe ich dem Computer das jetzt bei, dass er all die Sachen kann? Dann kann ich entweder ganz viel programmieren, das ist das, wie wir das bisher so machen und wie es auch immer noch viel gemacht wird. Das heißt, wir lernen dem Regeln. Wir sagen zum Beispiel, wenn es 10 Uhr morgens ist oder noch früher, also vor 10 Uhr morgens, und du triffst eine Person das erste Mal heute, dann sag doch bitte guten Morgen. Wir wollen ihm ja ordentlich Manieren beibringen. Das wäre so eine Regel, die wir dem Computer und damit auch dem Roboter eben beibringen können. Aber wenn ihr euch überlegt, das, was ihr jetzt schon gesehen habt, was die Roboter alles können sollen, wenn wir für alles eigene Regeln dem mitgeben wollen, dann dauert das sehr, sehr lange. Und gerade dieses Unvorhergesehene, was ich gesagt habe, wo die Roboter trotzdem damit umgehen können sollen, da können wir ihm ja keine Regeln dafür mitgeben, weil sonst wüssten wir es ja, dann wäre es ja nichts Unvorhergesehenes. Wenn er zu jedem guten Morgen sagt, den er in der Stadt trifft, dann ist es verwirrend, genau. Da seht ihr eben die Regeln, die muss man dann gleich wieder noch ergänzen und einschränken, also nicht immer, sondern nur in bestimmten Situationen soll er guten Morgen sagen. Und deswegen macht man eben jetzt was Neues, man lässt die Roboter und die Computer selber lernen, was sie tun sollen und wie es funktioniert. Und damit können die dann eben auch selber immer besser werden. Aber was muss man, damit man was lernen kann? Ja, Frage. Es war nur ein Beispiel und nein, wenn der so programmiert ist, dass er nur vor 10 Uhr morgens guten Morgen sagt, dann würde er, wenn man verschläft, nicht mehr guten Morgen sagen. Also wenn er am Wochenende lange schlaft und dann erst um 10:30 aufsteht, dann würde der Roboter nicht mehr guten Morgen sagen, wenn er eben nach solchen starren Regeln programmiert ist. Aber deswegen wollen wir ihn eben ja eben jetzt selber was lernen lassen. Und wie machen wir das Menschen? Wir schauen einfach anderen zu, wir lernen, okay, die Eltern machen das so, dann machen wir das vielleicht auch so. Und was müssen wir, damit wir es lernen können? Es gibt auch Roboter, die heißen Androiden. Ja, zu denen kommen wir noch. Also wir müssen ganz viel üben. Das, was euch die Lehrerin und der Lehrer immer sagen, ganz viel üben. Sonst geht's nicht, sonst lernt ihr es nicht. Und die Roboter, die es momentan so gibt, die müssen noch viel mehr üben als wir Menschen, weil die Menschen sind ziemlich gut. Mit ein paar wenigen Beispielen eben rauszufinden, was es ist. Also wenn ihr kleine Kinder seid. Ups. Hallo? Danke. Also wenn ihr kleine Geschwister habt und die kennen sich noch nicht gut aus und ihr zeigt ihnen ein paar Katzen, die ein bisschen unterschiedlich aussehen, dann lernt das Kind ziemlich schnell, was eben eine Katze ausmacht. Und wenn es mal wieder eine Katze sieht, dann erkennt es, dass es eine Katze ist, selbst wenn die anders ausschaut. Also wenn die eine andere Fellfarbe hat und selbst hier dieses Stofftier, was vielleicht nur so ungefähr wie eine Katze aussieht, das erkennen wir Menschen relativ schnell. Da brauchen wir ein paar Beispiele und dann haben wir das gelernt.
Dagegen der Roboter, der braucht viele tausend Beispiele, um eben eine so eine simple Sache wie eine Katze zu erkennen und dann eben auch andere Bilder so einzuordnen, dass er eben da auch eine Katze erkennt, auch wenn die dann anders aussieht. Also der kann auch so ein bisschen lernen, was eine Katze ausmacht und von anderen Tieren, wie dem Hund zum Beispiel, unterscheidet. Hund ist ja recht ähnlich, hat auch vier Beine, hat auch einen Schwanz, hat Augen, Ohren und so weiter, könnte man sagen, alles sehr ähnlich. Aber wir wissen eben, wie ein Hund ausschaut und wie eine Katze ausschaut und das können die Roboter mittlerweile auch lernen. Was müssen wir noch können? Das Gleichgewicht halten und was greifen. Und auch das ist gar nicht selbstverständlich. Da habe ich euch auch hier auch wieder Beispiele mitgebracht. Den kennt ihr schon, den Asimo. Und der soll jetzt hier ein Getränk in den Becher einschenken. Und da seht ihr schon, es geht alles noch ein bisschen langsam momentan. Also als Mensch könnte man das wahrscheinlich schneller, zumindest als Erwachsener. Ihr Kinder habt sicherlich auch schon öfters mal was verschüttet, wenn ihr was ins Glas eingeschenkt habt. Dann wisst ihr, dass es nicht ganz trivial ist, das zu machen. Also es gehört schon ein bisschen was dazu. Auch Kinder können das nicht gleich. Aber wie ihr seht, das ist zum Beispiel auch eine gefährliche Situation. Er schaut hier auf den Deckel, den er hinlegt und in der Zwischenzeit muss die Flasche so gehalten werden, dass er nichts verschüttet. Aber der kriegt das ziemlich gut hin. Und zum Schluss landet alles im Becher. Ja, dürft ihr euch klatschen? Und jetzt kommt noch eine Schwierigkeit. Er soll jetzt der hübschen Dame hier den Becher geben. Und dazu muss er wissen, wann kann ich denn jetzt loslassen? Weil wenn er dir den Becher gibt, dann muss er jetzt nicht nur merken, wie festhalte ich, sondern er muss auch erkennen, aha, die hat jetzt den Becher gehalten und jetzt kann ich selber loslassen, damit sie ihn dann nehmen kann. Weil wenn er sich fest dran klammert, dann wird die schlecht draus trinken können. Ja, aber es ist noch alles ein bisschen langsam, aber auch da habe ich noch ein zweites Beispiel, wo ihr sehen könnt, dass es auch schon viel schneller gehen kann. Das ist jetzt hier nur eine Hand ohne Roboter dran, könnte man sagen, aber es ist trotzdem eben ein Roboter letztlich. Und da seht ihr manchmal hier in Zeitlupe, wie der verschiedene Dinge fangen kann. Ganz unterschiedliche Sachen, zum Beispiel hier so ein Tennisschläger, auch da wieder in Zeitlupe, damit man es gut sehen kann. Und der macht es eben auch, wenn es ziemlich schnell geht. Hier so eine Wasserflasche. Und das schafft er. Also die richtig guten Roboter, die können das auch nochmal deutlich schneller. Und da seht ihr schon, die können schon ganz schön viel mittlerweile. Aber eine Sache, wo die Roboter immer noch so ein bisschen Schwierigkeiten haben, und das kennt ihr vielleicht auch von zu Hause, wenn eure Eltern schimpfen, dass der Akku schon wieder leer ist bei irgendwas. Wir Menschen sind ziemlich effizient. Das heißt, wir können Sachen ganz lange tun und brauchen nur wenig Energie dafür. Stellt euch vor, ihr müsstet so einen schweren Rucksack mit Batterie mit euch rumschleppen oder mit Essen. Wir müssten quasi ständig futtern, damit wir genügend Energie haben, wenn wir so wären wie ein Roboter. Auch hier wieder dieser Asimo, da seht ihr, der hat seine Batterie hier hinten als Rucksack auf den Schultern und die wiegt 6 Kilo ungefähr und damit kann er so eine Stunde ungefähr rumlaufen, je nachdem wie anstrengende Sachen er macht. Und wenn wir Menschen eben so wären wie der Roboter, dann würden wir uns nach 3 Stunden ungefähr der Saft ausgehen, aber wir halten halt den ganzen Tag durch. Oder wir müssten eben 10-mal so viel essen, damit wir den ganzen Tag über durchhalten. Also das können wir noch besser. Aber immerhin können die Roboter schon ziemlich viel. Und dann ist die Frage, jetzt wenn wir Roboter bauen, dann sollen die natürlich für uns auch irgendwas Nützliches tun. Also wo können die uns eigentlich helfen? Und wenn wir so drüber nachdenken, was könnte jetzt so ein Roboter für uns machen? Dann stellen wir fest, irgendwie können die schon verdammt viel. Also wir haben ja schon viele Helferlein im Alltag. Wir haben eine Waschmaschine, die hilft uns die Wäsche ganz schnell machen. Wir haben einen Geschirrspüler, der hilft uns viel Arbeit abzunehmen. Wir haben ein Auto, das hilft uns schon, auch wenn wir selber noch steuern müssen. Aber stellt euch vor, ihr hättet kein Auto, dann wären wahrscheinlich hier heute wenig Leute da, weil ihr alle mit dem Auto gekommen seid. Also was bleibt denn eigentlich noch übrig? Eine Sache, was die Leute gerade denken ist, wir könnten einen Roboter brauchen, der uns in der Küche hilft. Ja?
der im Haushalt hilft. Genau. Und was bleibt da so? Also kochen zum Beispiel müssen wir momentan noch selber. Tischdecken. Wer muss Tischdecken zu Hause? Manchmal ich. Manchmal, genau. Geschirrspüler ein- und ausräumen ist so eine Sache, die man immer noch selber machen muss. Töpfe abwaschen und so weiter. Also da gibt es schon einige Sachen, die uns noch helfen würden. Oder generell im Haushalt. Auch da gibt es noch ein paar Sachen zu tun. Wir müssen die Wäsche noch vorsortieren, bevor wir sie in die Waschmaschine schmeißen. Wir müssen sie anschließend aufhängen oder in den Trockner tun. Und auch da gibt es schon einige Roboter, die das eben machen. Und da seht ihr auch, manche, die schauen wieder überhaupt nicht wie ein Roboter aus. Der hier rechts zum Beispiel, der legt die Wäsche zusammen. Der links, der putzt die Fenster. Und ich glaube, viele von euch würden sich einen wünschen, der das Zimmer aufräumt, oder? Das wäre toll, wenn wir so einen hätten. Aber da müsst ihr noch ein bisschen warten. Also ich glaube, bevor ihr erwachsen seid, wird es keinen Roboter zu kaufen geben, der das Zimmer aufräumt. Also da kann ich euch leider keine große Hoffnung machen. Ja, und im Garten könnten wir vielleicht auch Hilfe brauchen. Fürs Rasenmähen. Aber da ist die Frage, glaubt ihr, so wird es aussehen, wenn der Roboter im Garten Rasen mäht? Genau, also es gibt schon Roboter, die Rasen mähen und es sind so kleine Runde. Hier habe ich euch einen abgebildet und auch das Blumengießen, das kann man schon automatisch machen. Da hat man dann hier oben so einen Sensor, der misst, wie feucht es in der Erde noch ist. Und rechts hat man dann ein Ventil, was man an den Gartenschlauch anschließen kann. Und das macht dann eben auf, wenn es zu trocken ist und dann kommt Wasser raus. Ja, wir nähern uns schon dem Ende und wollen noch fragen, sollen denn jetzt Roboter wie Menschen ausschauen? Also wir wissen schon, sie müssen nicht unbedingt wie Menschen ausschauen, aber würden wir uns das eigentlich wünschen, dass die wie Menschen ausschauen? Nö. Aber es gibt auf jeden Fall... Gruselig, genau. Langweilig, vielleicht auch. Aber auch damit beschäftigen sich die Leute und da habe ich euch auch ein Video mitgebracht. Also ihr seht, hier gibt es mehrere Leute, die quasi von sich selber eine Kopie als Roboter versucht haben anzufertigen. Und auf dem Bild schaut es schon ziemlich ähnlich aus. Und da habe ich auch noch ein Video, wo ihr zeigt, wo man sieht, dass selbst im Bewegtbild das doch ziemlich ähnlich schon ist. Wenn ihr euch mal überlegt, ist es ein Mensch, der so tut, als ob er ein Roboter wäre? Oder ist es ein Roboter, der so tut, als ob er ein Mensch ist? Nicken sieht man es noch relativ eindeutig, das kann er noch nicht so gut. Viele andere Sachen schauen doch schon ziemlich echt aus. Aber ich bin bei euch, ich finde, Roboter sollten wenn dann doch lieber cool aussehen. Davon habe ich in meinen Film angeguckt. Genau, das ist der Wally. Und so ähnliche Roboter bauen die Leute auch tatsächlich. Der ist ein bisschen dreckig. Der ist ein bisschen dreckig, der Wally, genau. Ja, der wurde aus Schrottteilen gebaut. Ganz genau, der muss die Erde aufräumen, deswegen ist er dreckig. Und hier auf der linken Seite seht ihr zum Beispiel einen Roboter, der bei Forschern sehr beliebt ist. Und wisst ihr, was die Forscher mit dem machen? Die lernen dem Fußball spielen. Das ist nämlich tatsächlich eine gute Übung, weil da braucht es sehr viel. Man muss den Ball erkennen, man muss das Spielfeld erkennen, man muss mit anderen Spielern zusammenspielen, man muss erkennen, wo man den Ball hinspielen muss. Und das ist toll, um zu lernen, wie man so einen Roboter programmiert. Und deswegen gibt es jedes Jahr den RoboCup, wo man dann diesen Robotern zuschauen kann. Wenn ihr mal zufällig da in der Nähe seid, in Leipzig oder in Berlin gibt es die manchmal, müsst ihr euch das unbedingt mal anschauen, aber ich sage euch gleich, bisher könnt ihr das noch nicht so richtig gut. Ja, genau, die werden schon geschaut. Ja, damit bin ich am Ende meines kleinen Vortrags. Ich glaube, ihr habt gesehen, dass Roboter ganz unterschiedlich ausschauen können. Manche wie ein Mensch, manche so ähnlich, manche ganz anders.
wichtig ist, dass die was selber tun können. Und ihr habt, glaube ich, auch gesehen, dass die schon ganz schön viel können. Und was eben momentan noch fehlt, ist diese einzelnen Fähigkeiten. Der eine kann sehr gut greifen, der andere kann sehr gut laufen, der nächste kann irgendwie Gläser einräumen und so weiter. Dass diese ganzen Fähigkeiten noch in einem Roboter zusammenkommen. Also das gibt es momentan nicht, einer, der alles kann. Und nichtsdestotrotz ist zu erwarten, dass es nicht mehr lange dauert, bis wir in unserem Alltag noch viel mehr als bisher mit Robotern zu tun haben. Einige haben ja schon gesagt, das ist so ein Staubsaugerroboter oder so ein Rasenmäherroboter zu Hause haben. Ich habe zum Beispiel auch einen Rasenmäherroboter bei mir zu Hause. Und deswegen gebe ich euch noch einen Tipp. Seid gut zu euren Robotern, dann behandeln sie euch auch gut. Damit wünsche ich euch einen schönen Abend und einen guten Tag.